Aber ich kann grad nicht mehr. Yo! Hallo meine lieben Freunde. Ach, komm, wir machen es einfach so wie früher. Yo, was geht, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute lieber Wifi.D. Yo, Leute, was geht ab? Oh, hallo, Wifi am Start. Ganz genauso hört es sich für mich immer an. Leute, wir schauen uns heute gemeinsam eine weitere YouTube an. Lukas, und dieses Mal, wenn du wirklich lachst, schuldest du mir Ethereum, okay? Ethereum, komm. Diesmal, Bitcoins hast du mir nicht geschickt, dann wenigstens Ethereum, okay, Bro? Ethereum gibt's bestimmt auch auf Amazon, ja. Digga, wenn du mir ein Ethereum-Token irgendwie zukommst, ich schwöre, ich fahr zu dir nach Hause. Digga, ja, aber es ist ja ein Ethereum. Dieser Bitcoin-Scan, den du gemacht hast, eigentlich müsste ich wirklich, ich fahr morgen zu dir nach Hause es und hau. Es ist ein Bitcoin. Es du hast nicht gesagt, Bitcoin im Wert von so. Ganz einfach. Digga, wir schauen uns heute auf jeden Fall eine wunderschöne YouTube-Kacke an. Artetech an der Stelle. Artetech kennt ihr vielleicht auch von früher mit Benny Weber. Und ich würde sagen, wir gehen rein in die Masse. Wer lacht? Ein Ethereum. Let's go. What the f***? Das ist Artetech? Das ist Artetech? Digga, und dieser Mann. Artetech und Titan. Was? Wie immer könnt ihr natürlich alles, was ich euch heute zeige, nicht selber machen, da kein Mensch diesen beschissenen weißen Bastelkleber hat. Richtig! Real Talk! Real Talk! Keiner hatte weißen Bastelkleber! Real Talk. Los geht's. Lust auf ein bisschen Zauberei? Nein. Bis zum nächsten Mal bei Art Attack. Tschüss! Ja, ne? Chillige Sendung, Digga, ich würde einen Daumen nach oben da lassen. Stark, oder? Oh. Ich, Enter, Kopf, mit dem macht sogar das Aufräumen Spaß. Wollt ihr auch sein? Kein Problem. Holt eure Axt raus und legt los. Was machen Sachen? Tolle Bilder kann man bekanntlich zu Bildern machen und einer, der kann das ganz besonders gut. Neil, unser großer Spast. Neulich war Neil in einem Vogelpark spazieren und hat einen Vogel gefunden. Alter, okay. Was eins gleich. Schaut mal, was er macht und versucht herauszufinden, wofür er dabei diese weißen Steine hier verwendet. Oh nein, er wirft jetzt. Echt süß, oder? Neil, unser großer Spast ist anscheinend gut zu funkeln. Oh, shit, Leute. Was? Geisterfahrer! Ist euch schon mal aufgefallen, dass man Menschen fast immer nur von vorne zeichnet, aber niemals von der Seite? Ja. Ich weiß auch warum. Weil von der Seite zeichnen ist. Aber kein Problem, danke. Ich zeige euch ein paar Tricks, wie es viel leichter geht. Ich bin gespannt. Nehmt euch ein Blatt Papier und einen Stift und zeichnet zuerst den Kopf. Dann braucht ihr noch ein paar Details weg und dann 1, 2, 3, einen Kreis. Er hat 1:1 genau das von SpongeBob mit Artetech nachgemacht, Junge. Genie! Jetzt seid ihr dran. Okay. Holt eure raus und legt los. Ich hol mein nicht raus. Los geht's! Das ist Haram. Manchmal bekommt Metall im Alter einen sogenannten Grünspan. Boah, Scheiße. Oh, es gibt hier X-Faktor, das Fassbare. Da schauen wir beim nächsten Mal mal rein. Jetzt geht's aber erstmal in die stinkende Welt der Dinos, Leute. Da wollen wir rein. Und doch, und wie vor diesen Killern ist niemand sicher. Montana Blättsaurier. Unbarmherzige Räuber, die nur auf eine Chance warten, Kinder zu schlagen. Der Rote hier ist Marcel. Er ist mit 15 Jahren genauso alt wie 15 Jahre zuvor. Okay. Doch vor dem Fressen vergewissern sie sich erst einmal, ob die Luft rein von Abonnenten ist. Von Abonnenten? Ja, alles ist ruhig. Nur der Gestank, Sanja fühlt sie, liegt in der Luft. Die Animationen sind einfach Killer, Digga. Vorne ein Trio von circa 2 cm großen Fleischfressern. Okay. Sind ziemlich klein, ne? Sie werden überragt von ungespielt Sau. Ungespielt Saurus? Weil die essen kein Fleisch, den ersten Vegetariern Europas. Die ungespielt Saurus, die ersten Vegetarier Europas. Doch selbst diese Riesen unterbrechen ihre Mahlzeit, sobald ein Fleischfresser in ihre Nähe. Der kleine Romeo Saurit ist mit 2 Atombomben ausgestattet. Aber nicht seine Größe, sondern seine Gerissenheit macht den Penisdieb, so lautet übersetzt sein Name, extrem gefährlich für die Vegetarier der Urzeit. Aber der kleine Romeo Saurit hat seit Tagen keinen Tropfen Alkohol getrunken. Oh nein. Entweder er trinkt jetzt oder er stirbt. Aber momentan hat er nur was deutscher Alkoholiker. Trinken und das nervt ihn. Und am nächsten Morgen ist er tot.
Eva ist zum ersten Mal seit ihrer Geburt übergewichtig, aber sie ist noch relativ klein, nur etwa 7 Meter groß. Okay. Wenn sie ausgewachsen ist, wird sie 7,5 Meter groß sein. Als 1923 der erste Oviraptor entdeckt wurde, war er jedoch schon tot. Schade, ich dachte, Digga, da haben wir noch einen gefunden. White Tip wird Mutter. Sie hat sich einen schönen Nistplatz ausgesucht. Einziges Problem, dieser stinkt. Alphas Mutter holt aus dem Wald Zweige, um das Nest schön gleichmäßig umzuzucken und um die Eier zu backen. Unter den prähistorischen Sauriern sind die Meiersaurier eine ganz besondere Spezies. Ja, klar. Der Name bedeutet so viel wie Hundensohnsaurier, weil sie ihren Familienverbund anspucken. Scheint eine krasse Saurierart zu sein. Alpha ist jetzt 80 Millionen Jahre alt und 300 Millionen Mal größer als bei ihrer Geburt. Okay. Inzwischen ist sie fast erwachsen und vollwertiges Mitglied des Jedi-Organismus. Im westlichen Westen fand man unzählige, zwar verkohlte, aber doch gut erhaltene Knochen von Dinosauriern. Okay. Die Erklärung für den guten Zustand der Knochen? Die Dinosaurier müssen in Sekundenschnelle ihre Knochen vor dem Tod gepustet haben. Und das war gut gefinisht. Die haben, bevor sie sterben, ihre Knochen geputzt. Ich hab einen Herzinfarkt. Oh Gott, was ist das denn? Pott weiß weder, was mit ihm und allen anderen geschehen ist, noch weiß er, wie er Bitcoins kaufen kann. Die Nacht ist vorbei. Du schuldest mir Bitcoin. Und die Sonne geht unter. Und das ist schlecht. Die Sonne muss tot. Aber ich kann das nicht mehr. Der macht auf und denkt sich, oh, wie kann ich Bitcoins kaufen? Sein, aber noch immer sind die kleinen Saltasaurier in Gefahr. Es gibt weitere hungrige Räuber. Es ist ein pädophiles Krokodil. Was? Ein pädophiles Krokodil. Lange Zeit galten große Fleischfresser wie der Tyrannosaurus Rex als Fleischfresser physikalisch unmöglich. Ja. Heute nimmt man an, dass der Tyrannosaurus Pflanzen gejagt haben muss. Okay. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Wie auf ein unsichtbares Zeichen hin, setzt sich ein Konvoi tausender frisch rasierter Saltasaurier in Bewegung. Auch den Daspletosauriern bereiten die Meiersaurier Freude. Diese Schnitte, das ist so zusammenhangslos, das ist einfach. Familie hat über die ganze Welt viel weg Sex jetzt, gehabt oder? Und fast alle Weibchen sind jetzt tot. Warte? Denn die Familie hat über Nacht viel Sex gehabt und fast alle Weibchen sind jetzt tot. Was? Was? Ich bin so absolut verwirrt, Leute. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall gerne bei den Erstellern dieser YouTube-Kacke vorbei. Sehr, 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 sehr wild. Lukas, du schuldest mir 15 Ethereum, Leute. Das war's von diesem wunderschönen Video. Ich konnte nicht Macht's mehr. Gut. Haut rein. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ja.